Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Weiter geht's. Ganz schön finster hier, oder? Kommt mir das nur so vor. 16.40 Uhr. Eigentlich wäre es noch Tag, aber gut. Ja, wir haben beim letzten Mal hier ein bisschen aufgeräumt. In diesem Bekleidungsgeschäft. Und ich muss mal eben ganz kurz ein paar Dinge loswerden, denn unsere Kleiderständer, die wir da mitgenommen haben, die wollen ja auch noch verstaut werden in unserem Kofferraum. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen was anderes mitnehmen. Ja, sowas wie hier beispielsweise. Das nehmen wir gleich mal mit. Rohrzangen sind mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn wir die zu Hause haben. Das Regal an und für sich wäre schon nicht verkehrt. Bleichmittel, brauchen wir das zu Hause? Vielleicht mal, um das ganze Blut zu entfernen. Wäre auch mal nicht verkehrt. So viel Blut wieder zu Hause auf dem Boden klebt mit den ganzen Zombies. Wäre das nicht das Dümmste, wenn wir da unser bisschen was davon mitnehmen. Das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir fast, dass da gut was los ist. Naja, wir sind überladen. Das heißt, okay, wir verstauen nichts mehr. Dann lassen wir ihn hier aber mal kurz fallen. Im Kampf möchte ich ungerne behindert werden mit dem Rucksack, wenn uns der irgendwie zusätzlich vom Gewicht Probleme macht. So, kommen Sie eh schon. Einer tot. Zweiter tot. Ja, du hast mir jetzt hier den Combo zunichte gemacht. Dadurch, dass du nicht gleich aufs erste Mal gestorben bist. Schäm dich, Zombie. Schäm dich. Ah, die gehen eh weg, oder wie? Ja gut, wenn sie weggehen, soll es mir recht sein. Könnte man natürlich auch unseren Wagen umparken, gell? Ja, die interessieren sich für mich mal überhaupt gar nicht. Nun gut, dann, wenn es so ist, dann interessieren wir uns auch nicht für sie, sondern wir verstauen mal den Krempel. Kurzerhand. Still und heimlich kommt hier alles rein. Was wir aktuell nicht brauchen. Hoffe ich nur, dass mich keiner von hinten anfällt. Genau das dachte ich mir. Da, wenn es einmal nicht aufpasst. So, jetzt müssen die doch sterben, weil die sind ein Problem sonst. Na komm her. Es geht einfach zu gut mit der Machete. Die kriegt mal gar nichts mit. Dann war das ihr Fehler. So, da sind noch zwei. Okay, die hat mich nicht bemerkt, aber der eine. Der eine im gelben Hemd. So. Jetzt haben wir aber hier bestens aufgeräumt. Wir könnten natürlich auch den Wagen ein bisschen näher parken, aber das Problem ist, dann hören sie wieder die Motorgeräusche und kommen sie aus allen Richtungen. Von daher verzichte ich da aktuell mal drauf. So, Türscharniere. Und noch ein Müllsack, sehr gut. Haben wir beim letzten Mal auch schon einen mitgenommen. Flaschen kann man immer brauchen. Und die hier brauchen wir auch, wenn wir zu Hause noch mehr Türen errichten wollen. Gut,
Was ist denn das da hinten eigentlich? Was ist denn das hier? Ist das ein Kühlschrank? Das ist ein Kühlschrank, okay. Aber so einen großen Kühlschrank brauche ich zu Hause eigentlich nicht. Wäre zwar schön, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Verrottete Milch, Eier. Ist alles vergammelt. Keine Wunder. Da ist die Kühlung auch schon ein bisschen länger ausgefallen. Aber wir haben eh Kohldampf, gell? Dann könnten wir uns das doch gleich mal zunichte machen. Zunichte machen, genau. Zunutze machen. Zunutze machen wir uns das, dass es hier was zu essen gibt, nicht zunichte. Wir wollen ja den Laden hier nicht anzünden. Sonst würden wir es uns zunichte machen. Aber das wollen wir nicht. Und ich greife natürlich mal wieder zum Ungesunden, gell? Ganzer Laden voll mit Nahrung und ich krall mir die Chips. Weil sie halt auch so gut schmecken müssen. Ah, da haben wir sogar noch ein bisschen Saatgut, okay. Eine Kelle und eine Harke. Handgabel. Nehme jetzt auch mal mit, denn ich möchte ganz gerne auch ein bisschen in der Landwirtschaft zu Hause einsteigen. Auf lange Sicht ein bisschen was anbauen. Das ist mein Ziel. Einfach, dass wir da ja, Selbstversorger werden. Mehr oder weniger. Hat der eigentlich noch was? Ah, Müllsack, okay. Und der Zombie hier? Ein Goldring. Und ein Tierslepard an. Okay, den will ich ganz sicher nicht. Ich verzichte. Ich verzichte gerne. So, ich verzichte allerdings nicht auf die Kisten hier. Die hätte ich nämlich ganz gerne und die nehme auch mit. So zwei, drei. Zwei, drei, vier. Je nachdem, wie viele halt irgendwie Platz haben. Und wie viele gleich nicht zu Bruch gehen. Oh, das hat funktioniert. Das, was funktioniert, ist hier selten. So, ich brauche allerdings nicht so viel Nahrung. Da müssen wir mal kurz einfach ein wenig Platz schaffen. Weil ich will mir hier nicht den ganzen Platz mit der Nahrung zukleistern. Eigentlich können wir die Dosennahrung auch wegpacken. Wir haben zu Hause genügend Dosen. Komm weg damit. Das Tomatenmark können wir ja mitnehmen als Zutat. Aber das ganze Dosenfutter, das brauchen wir wirklich nicht. So, da haben wir auch noch was drin gehabt. Machen wir die Kiste vielleicht auch gleich mal leer, die hier. Dann schieben wir das Zeug da rein. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Kiste, nicht, dass ich es von der leeren in die leere räume. Ne, die ist leer. Die ist auch leer, das ist gut. Die ist randvoll. Ah, die ist auch noch relativ voll. Gut, wir versuchen erstmal unser Glück, dass wir die zwei hier noch mitnehmen. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Hm, genau. Kaum ausgesprochen, funktioniert gar nichts mehr. Okay, die ist auch noch relativ voll. Wir testen uns durch. Unter drei Kisten gehe ich hier nicht weg. Drei müssen es schon sein. Im besten Fall vier. Ah ja. Sehr gut. Wunderbar. So, welche ist noch einigermaßen leer? Welche kann ich noch schnell mitnehmen? Die kann ich noch recht schnell mitnehmen. Da sind nur Zigaretten drin und die braucht man nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. So, Kiste Nummer 4. Das klappt jetzt hoffentlich gleich. Okay, überraschend. Überraschenderweise hat es funktioniert. So, wieso haben wir nur 3 Kisten? Ich dachte, wir hätten... Haben wir nicht 4 abgebaut? Oder habe ich mich... Ich habe mich verzählt, oder? Da ist eine. Da sind 2. Ich will eine 4. haben.
glaube, ich habe mich verzählt, ja. Schaut ganz danach aus zumindest. Nun gut, wir haben ja noch welche da. Von daher, das sollte schon gehen. Eigentlich soll es gehen, wenn man Glück hat. So, komm. Das muss jetzt funktionieren. So viele Chancen haben wir dann doch nicht mehr. Ich brauche noch eine Kiste. Wunderbar. Also, zwei hier. Zwei da. So wollten wir das. Sollen wir da vielleicht eigentlich gleich übernachten, gell? Könnte man machen. Wobei, wenn wir nach Hause fahren, schadet es auch nicht. Sprit haben wir. Und wir können eigentlich gleich durchfahren. Ich räume das Zeug jetzt auch gar nicht großartig in den Kofferraum. Das macht eh keinen Sinn. Also grundsätzlich schon, aber wenn ich den Kram jetzt rausräume und dann räumen wieder rein zu Hause, wenn wir vor Ort sind, das ist dann sinnbefreit. Das muss nun wirklich nicht sein. So, da, Moment einmal. Da ist auch noch ein Bekleidungsgeschäft, gell? Aber allerdings, da kommen Zombies raus. Nein, danke. Ich habe gerade kurzzeitig überlegt, ob wir auch so eine Schaufensterpuppe haben wollen. Weil ich glaube, die kann man sogar anziehen. Das heißt, wir könnten direkt die Outfits, die wir gefunden haben, dann entsprechend ja, der Schaufensterpuppe anziehen. Und dann hätten wir beispielsweise ja, unser Polizeioutfit fein säuberlich dargestellt. Ob es das braucht, ist die Frage. Schön ist es halt, gell? So. Gut parken, dass wir nicht weit gehen müssen. Hab da allerdings irgendwo einen Zombie rumwackeln sehen. Wir nehmen erstmal das mit, was wir irgendwie tragen können. Ich sehe keinen, gut. Aber ich höre einen. Und ihr hört ihn auch. So. Kleiderständer haben wir. Wunderbar. Wir verstauen den Großen erstmal hier. Denn da muss ich mir noch überlegen, wo ich den hinbaue. Der Kleine, den können wir ja ohne Probleme mitnehmen und einsammeln. Das heißt, es geht relativ leicht vonstatten. Natürlich hätte man da hinten Platz, gell? Aber jetzt schauen wir mal, dass wir den normalen hier platzieren. Okay, nicht die Kiste. Ich brauche, genau, ihn hier, den Kleiderständer. Vielleicht ins Eck, oder? Da macht er sich eigentlich ganz gut, denke ich. Geht er nicht im Weg um? So, wo will er denn hin, mein Charakter? Ist er zwar ein bisschen deplatziert, aber gut. Wir Männer haben es halt nicht so mit der Inneneinrichtung. Behaupte ich jetzt mal. Mit dem schönen Inneneinrichten. Also ich nicht. Zumindest. Deko und so. Nein, ich glaube, da sind andere deutlich besser. In dem Punkt. So, da haben wir noch Kisten. Sollen wir gleich mal Kisten auf Kisten packen? Ich denke, wir heben uns mal zwei auf. Da können wir dann uns überlegen, wo wir die hinräumen. Eine Kiste hätte ich auf alle Fälle ganz gerne draußen auf dem Balkon, damit wir da ein bisschen was anbauen können. Ich weiß jetzt allerdings nur nicht, wohin. Macht aber wahrscheinlich am meisten Sinn hier direkt neben dem Grill. Dass wir hier vielleicht ein bisschen ja, was anbauen. Ist zwar nicht viel Platz, was wir da haben zum Anbauen, aber wir könnten zumindest was anbauen. Weil da beim Generator wird es dann schon ein bisschen knapp vom Platz. Ist eher schlecht. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Komm, ich habe so viele Kisten gefunden, da brauche ich jetzt nicht knauserig sein. Ah, Moment. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, die Kisten aus dem Inventar zu nehmen und nicht die aus dem Rucksack.
dann müsste ich die jetzt nicht rumziehen. Der eine Zombie muss noch sterben gleich. Der bringt uns nämlich sonst um den Schlaf. So, da kommt eine hin. Da draußen. Keine zwei. Eine reicht vollkommen, dann können wir da unser ganzes Grünzeug reinpacken. Oder besser gesagt, das Zeug, was wir für die Grünzeugproduktion brauchen, für die Landwirtschaft, um es kurz zu machen und nicht so umständlich auszudrücken. So, wo ist der Zombie? Zombie, du nervst da unten. Weißt du, dass du das tust? Wahrscheinlich nicht, weil du bist ja ein Zombie. Aber ich weiß es. Eine Nacht- und Nebelaktion ist es jetzt hier. Nacht- und Nebelaktion. Und wo ist er? Da ist er, der Zombie. Kuckuck. Darf ich stören, was du da treibst? Oder darf ich fragen? Ich darf nicht fragen. Der ignoriert mich einfach. Ich werde nicht gerne ignoriert. Was hat er jetzt davon? Die Machete gleich mal im Rücken. Gespürt. So, Schlafenszeit. 23.10 Uhr. Ab in die Haier. Sonst kommen wir morgen wieder nicht aus den Federn. Oh, 4.10 Uhr. Frühaufsteher. Nun gut. Also. Ja, wir haben ein bisschen was verstaut. Vor kurzem. Jetzt überlege ich gerade mit den Kisten. Wie machen wir es denn da? Reißen wir die alten gleich ab, beziehungsweise kann ich die hier mal aufwerten? Geht das? Die Kisten hier kann ich nicht aufwerten, oder? Beziehungsweise, wie könnte ich denn die Kisten hier markieren, dass ich weiß, beispielsweise in der Kiste sind die Baumaterialien drinnen. Wie kriege ich das hin? Kann ich die anpinseln? Oder kann ich die beschriften? Geht das, dass man die beschriftet irgendwie? Kiste? Nee. Umbenennen oder so? Ich muss ganz ehrlich zugeben, das habe ich mich schon oft gefragt, aber ich habe es noch nie gewusst. In 7 Days to Die kann man sie ja anmalen und auch beschriften. Gut, wir hätten natürlich die Möglichkeit, Schilder zu bauen. Aber diese Schilder sind ja letztendlich nur so Standschilder. Wo haben wir es denn? Zaun, Möbel. Ich glaube, da ist es. Möbel, Holzschild. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir haben wollen, weil da steht nur male hier etwas, aber nicht beschrifte etwas. Nun gut. Ich sag mal so, mit der Küche ist es eindeutig. Und mit den Räumen, wo wir unser Zeug gebunkert haben, was wohin gehört. Aber bei den Kisten, da eine Möglichkeit irgendwie noch eine Struktur reinzubringen, wüsste ich jetzt gerade gar nicht, ob das überhaupt irgendwie geht. Wüsste ich echt nicht. Nee. Da bin ich gerade überfragt. Falls ihr das wisst, gerne ab damit in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Ich erweitere mein Wissen. Und ich denke, das könnte für den ein oder anderen, der dieses Video schaut, ich bring's heute schon gar nicht mehr raus anscheinend, könnte das auch durchaus sehr interessant sein. Ihr seht's, ich versuche hier gleich, das einigermaßen feinsäuberlich einzusortieren. Im Rahmen meiner organisatorischen Möglichkeiten. So, wir haben Klamotten gefunden. Sogar richtig viele. Und die gehören auf den Klamottenständer. Und definitiv hier nicht in die Kisten rein. Polizeishirt. Gummistiefel. Die Reisetaschen und solche Geschichten könnte man eigentlich auch da drüben bunkern. Auf dem Kleiderständer. Ich denke, da machen sie sich auch ganz gut. Was haben wir da noch alles? Da haben wir nichts. Da haben wir noch einen Wanderrucksack. Da haben wir noch kaputte Klamotten. Halfter. Lederhandschuhe, die auch schon mal besser ausgeschaut haben. Noch eine Reisetasche. Da haben wir sogar noch Päckchen mit Erdbeersaatgut und eine Schaufel. Wissen wir auch, wohin das Zeug gehört? Sturzhelm.
Verrottete Milch müssen wir auch in die Kiste packen. So, da haben wir noch Kohlsaatgut. Munition, Munition, Munition. Nochmal Milch. Gut, da ist nichts mehr. Wie schaut es denn da aus? Da haben wir noch Armbanduhren. Die möchte ich vielleicht eh mal loswerden, diese Armbanduhren, weil so viele, denke ich, braucht man dann doch nicht. Sneakers sind da noch. Okay, die haben keinen Platz mehr. Dann erstmal ein Teil wieder verstauen. Einmal das alles. Einmal das alles. Gut, mehr haben wir da nicht. Wunderbar. So, Kleiderständer. Lassen wir ihn jetzt da stehen oder räumen wir ein bisschen anders hin? Vielleicht packt man mal in die Mitte. Oder? Weil sonst schaut er irgendwie doch ein bisschen deplatziert aus da hinten. Oder da könnte man eigentlich auch hinpacken. Wie schaut denn schön aus? Da macht er sich eigentlich auch ganz gut, aber in der Mitte macht er sich fast noch ein bisschen besser. Das Regal müssen wir da irgendwie mal wegstellen. Das da hinten passt eh noch nicht so hundertprozentig. Komm da mal dahin. Schön in die Mitte. Dass wir da auch hinkommen. Zu unseren Klamotten. So, einmal alles. Halt, nicht da rein. Das wäre falsch. Bin ich eh gespannt, ob uns das... Ah, okay, reicht vom Platz. Wir können die Wanderrucksäcke da nicht bunkern. Ist ja auch ein Kleiderständer. Und kein Rucksackständer. Aber die Gummistiefel, die können wir hier anscheinend auf dem Bügel hängen. Oder wie auch immer er das fertig bringt. Aber sie hängen. Unser Kleiderständer macht sich da hinten doch ganz gut. So, ich habe allerdings... Ich weiß, dass ich noch mehr... Klamotten hab. Packen wir die mal wieder weg, die Sachen. Verstauen wir mal die ganzen Klamotten da hinten. Zumindest die, die ich jetzt gleich auf Anhieb sehe. Alfter. Da haben wir noch Saatgut. Nehmen wir auch mit, wenn wir schon mal in die Kiste hier reinschauen. So, da sind wir durch. Oh, da haben wir noch. Oh, da haben wir noch mehr. Da haben wir sogar Gasmasken. Da haben wir nochmal Saatgut. Nochmal Saatgut. Habe ich echt so viel Zeug gefunden? Gibt's das? Ja, das ist auch Anziehzeug. Jackett. Sogar feiner Zwirn. Für einen festlichen Anlass. Wann werden der mal geboten? Okay. Nee. Mal schauen, ob da noch was drin ist. Aber da haben wir eigentlich schon durchgeschaut, gell? Da waren nur noch die Milch und Sneakers sind da noch. Dann, glaube ich, haben wir unsere ganzen Klamotten verstaut. Und auch ein Großteil hier von dem Zeug. Bin ich auch froh drum. Wenn mal ein bisschen Ordnung reinkommt ins Chaos. Okay. So, wir haben allerdings da noch zwei Reisetaschen und da schauen wir jetzt auch noch rein. Okay, die Gießkanne. Gut, das ist klar, wo die hingehört. Das ist auch klar, wo das hingehört. Dann nochmal kurz nach draußen. So viel Zeit haben wir auf alle Fälle, dass wir das hier noch verstauen. Wunderbar. Und zu guter Letzt hier noch was bunkern auf unserem Kleiderständer. Reicht uns auch vom Platz sogar. Also hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt haben wir den großen auch noch. Und ihr könnt mir gerne mal ein paar Tipps auf alle Fälle oder Anregungen in den Kommentaren mitteilen, wie wir hier den hinteren Bereich vielleicht sogar ein bisschen schöner einrichten könnten, weil... Das hier vorne gefällt mir schon, aber hier haben wir eigentlich relativ viel Platz, der allerdings noch nicht gut genutzt ist. Also da
gibt es definitiv noch Optimierungspotenzial. Ich sage auf alle Fälle an dieser Stelle mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare unter dem Video natürlich immer und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Servus.